Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Sind das etwa Ohrenschützer? Wow! Ha, danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi! Rudi! Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three and the number after three. Das trägt man jetzt so. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Hm. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn es recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut, ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als Ja. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Ah, Hauptsache es funktioniert, oder? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Och, ich bin verrückt danach. Kommen. 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 Jetzt eindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Bombard. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfekt, Diberto. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier. Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Hey Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Nutzelbärchi. Haha, beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn, was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Komm schon, trödel nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam, beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tack überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Da sind sie wieder, die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papalapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch, aus Mai schlüpfen. Hey, Rufus. Jetzt nicht, Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watsonhaftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher, was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, mir wird wieder schlecht. Schlucks runter, Tack. Es geht auf Elefantenjagd. Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja. Und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Un aigle secrète, ein geheimer Hebel. Holde Narren und Narhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Hä? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir. Wow! Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra! Voll bescheuert. Voll bescheuert. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vorsichtig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Das Temperament hat Toni offensichtlich von der Mutter geerbt. Ich hoffe, der Rest kommt von Bernard. Ausgenommen Ohren, Zahnstellung und die Neigung zum frühzeitigen Haarverlust. Da wäre es günstig, wenn noch eine dritte Partie im Spiel wäre. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Puh, wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Du, Toni? Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Meiner hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Tack sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Oh, dir zu verzeihen. Ach so, oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt wirst du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Es ist wirklich nicht meine Schuld. Ach. Wirklich? Wer soll es denn diesmal gewesen sein? Die kosmische Hintergrundstrahlung? Ein Yeti? Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie... Warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Das war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, rede einfach weiter. Bernard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Ach, weißt du was? Lass es erst mal so. Ich bringe das später in Ordnung. Du bist der Bernard.